Der zweite Spieltag in der Regionalliga West, das erste Heimspiel für den SV Rödinghausen. Vor 1175 Zuschauern gab es ein Wiedersehen mit Kelly Lunga, er im Sommerjahr zu Fortuna Köln gewechselt, der Absteiger. Zum ersten Mal überhaupt zu Gast hier am Wien, der SVR und die Fortuna. Bisher noch kein Aufeinandertreffen in einem Pflichtspiel. Für den SVR nach dem Auftakt in Gladbach 3:1 der geglückt. Natürlich gewillt hier nachzulegen vor heimischem Publikum. Wolf im Zusammenspiel mit Backstadt und der gleich mal mit einem überragenden Ball zu Tobias Steffen. Tobi Steffen im 1:1 gegen Rauhu und dann hat hier noch Langer die Nachschusschance. Der Ball geht ans Außennetz, trotzdem gutes erstes Zeichen in der Offensive vom SVR. Schöner Angriff, eingeleitet von Backstadt. Dann der Flinger mit einer Ecke. Ball kommt hinein, wird verlängert und da ist Jule Wolf und er macht sein Tor. 15. Minute 1:0 für den SVR. Ganz starke Szene, ganz starke Standardsituation, wie auch schon in Gladbach. Wieder eine Waffe. Der Flinger mit diesem wunderbaren Ball noch verlängert. Und Wolf ist da zur Stelle. Nächste Szene, Tobias Steffen mit diesem richtig starken Einwurf. Der wird nochmal verlängert und da ist Derflinger zur Stelle. Mehr als sehenswerter Treffer von Christian Derflinger. Nur 3 Minuten nach dem ersten Tor legt der SVR nach. Das gucken wir uns natürlich in der Wiederholung an. Dieser Einwurf von Steffen, der segelt hier in den 16er. Wird da nochmal verlängert und dann ist es Derflinger. Technisch überragend gemacht. Kevin Rauhu sieht den Ball spät, keine Chance für ihn. 2:0 für den SVR. Dann mal die Fortuna über die linke Seite. Brock zu Koljic, der mit der Flanke in den 16er. Und da ist Kelly Lunga. Der kommt noch an den Ball, wird hier aber nicht gefährlich. Nick Heimann muss hier nicht aktiv eingreifen. Andere Seite, Tobi Steffen mit einem Freistoß. Der bleibt in der Mauer hängen, Ball aber noch nicht geklärt. Und nochmal Langer mit dem Nachschuss. Gute Möglichkeit, aber wieder trifft der starke Außenverteidiger des SVR hier nur das Außennetz. Wolf, weit aufgerückt, gute Aktion von ihm. Er geht mit in die Offensive. Nach Doppelpass mit Engelmann, dann der Ball zu Tobi Steffen. Der geht nach vorne, hat die Option mit Langer, aber versucht es selbst. Der Ball, der flattert ordentlich. Rauhu muss sich da lang machen, um den hier noch rauszukratzen. Dann war Halbzeit im Hecker-Wien-Stadion. Der SVR führt hier mit 2:0. In den zweiten Durchgang gingen beide Mannschaften mit leicht verändertem Personal beim SVR. Kam Linus Meier für Tobias Steffen in die Partie. Hier ist Derflinger mit einem starken Ball zu Simon Engelmann. Der hat Platz und ist hier schon im 16er mit dem Abschluss. Rauhu kann den Ball hier wieder nicht festhalten. Aber die Fortuna die Situation dann anschließend entschärfen. Simon Engelmann mit dieser guten Gelegenheit. Derflinger legt sich den Ball dann zurecht für einen Freistoß von der linken Seite. Fliegt hinein zu Franz Pfanne, der nimmt den an, spielt ihn vorher. Da steht Daniel Flottmann. Er trifft gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber zum 3:0, 54. Minute. Im Vorfeld hat er noch darauf spekuliert, vielleicht einen Treffer hier beizusteuern. In Gladbach schon getroffen. Hier legt er nach mit seinem zweiten Saisontreffer. Das 3:0 also für den SVR wieder nach einer Standardsituation. Richtig gut gemacht. Dann Fortuna auf dem Weg nach vorne. Aber Pfanne, der hat was dagegen. Starker Zweikampf, bei dem er sich hier leicht verletzt. Aber das Spiel läuft zunächst weiter. Derflinger mit dem Pass in den Lauf von Lukas Kunze, der hier im Zweikampf gegen zwei Mann dann doch zu Fall gebracht wird. Freistoß aus guter Position. Derflinger. Und diesmal versucht er es direkt, aber Rauhu, der kann den Ball hier noch rausfausten und klären. Meier im Zusammenspiel mit Backstadt. Engelmann da beteiligt und dann Backstadt wieder auf dem Weg nach vorne. Derflinger nochmal auf die Außen zu Simon Engelmann. Engelmann guckt kurz hoch, bringt die Flanke hinein. Backstadt dann mit dem Abschluss rutscht hier hinein, verletzt sich da noch bei dieser Aktion, kann aber zum Glück weitermachen. Derflinger legt sich den Ball hier zurecht für eine Ecke, bringt den Ball vorher. Gefährlich wird's aber nicht so gefährlich, dass der Ball im Tor landet. Dennoch wieder eine gute Offensivaktion vom SVR. Andere Seite, gleiche Situation, Eckball wieder durch Derflinger. Diesmal kommt er noch ein bisschen besser. Wolf kommt da ran und da ist der Ball im Tor. Da weiß er selbst nicht so genau, wie das denn gerade funktioniert hat. Julian Wolf, zweiter Treffer an diesem Spieltag. 4:0 der neue Spielstand. Derflinger also mit dieser Ecke. Wolf
trifft ihn gar nicht voll, aber mit Hilfe des Pfostens findet er den Weg in die Maschen. Jule Wolf, zweiter Treffer, die Innenverteidigung des SVR. Heute mehr als gefährlich vor dem Tor. Fortuna Köln über Alem Koljic. Ball kommt zum eingewechselten Serhat Güler. Und abgefälscht von Daniel Flottmann, Ecke dann kurz ausgeführt. Das ist Ceylan mit dem Ball vorher und dann der Kopfball. Aber am Tor vorbei, das war die letzte Szene in diesem Spiel. Der SV Rödinghausen überzeugt auch vor heimischem Publikum. Und ihm gelingt die Generalprobe vor dem Spiel im DFB-Pokal gegen den SC Paderborn. 4:0 Heimsieg gegen Fortuna Köln.